Interessante Aussagen und natürlich alles andere als alltäglich. Ein Schulausflug in ein Konzentrationslager. Andreas, du warst ja mit dabei gewesen. Welche Eindrücke hast du von dem Tag mitgenommen? Ja, es war für mich das erste Mal in einem Konzentrationslager. Also als auf der Fahrt dahin hatte ich auch schon ein ganz komisches Bauchgefühl. Es war auch für mich komisch, dort zu sein. Also als ich da reinkam, das ist halt direkt so eine Stimmung, die einen auch direkt fängt. Also das ist ganz komisch. Man fühlt sich eingeengt. Auch wenn man eigentlich nur diese Hallen sieht, die total leer sind. Wir haben ein paar Antworten ja eben dann auch schon gesehen, gehört. Wie haben denn die Schüler den Tag erlebt? Also ich muss erst sagen, ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Also ich dachte, man hat ja auch schon vorher Berichte gesehen, wo Schüler in Dachau sind zum Beispiel und irgendwie Selfies vor dem Eingang machen. Es war aber ganz anders. Und auch die Schüler sind ruhig geworden. Man hatte wirklich das Gefühl, dass sie zu einem gewissen Maß auch verstehen, was da passiert ist. Jetzt ist es so, ich bin zum Beispiel noch aus einer Generation, meine Großeltern haben allesamt bewusst das Dritte Reich mitbekommen, das auch an uns weitergegeben, auch sehr, sehr eindrücklich. Die jungen Generationen haben teilweise heute die Großeltern nicht mehr oder auch die Urgroßeltern leben einfach nicht mehr, dass sie das weitergeben konnten. Hast du trotzdem den Eindruck, dass sie sich dieser Dimension der Verbrechen bewusst sind? Also ich glaube, der Dimension kann man sich gar nicht wirklich bewusst sein, wenn man es nicht selber miterlebt hat. Aber ich glaube zumindest, dass sie es zu dem Maß verstehen, dass sie nicht pietätlos damit umgehen. Also dass sie nicht darüber scherzen und dass sie wissen, dass da was ganz Schlimmes passiert ist und auch angemessen damit umgehen können. Eben schon gesagt, ein Schulausflug in ein Konzentrationslager ist nicht wirklich alltäglich oder gewöhnlich. Wie beurteilst du es? Also ich finde es ganz gut, dass sie es gemacht haben. Ich glaube, das ist mal was ganz anderes als so eine historische Quelle im Geschichtsbuch. Und ich glaube, ich denke, alle Schulen sollten das machen. Natürlich, wenn die Möglichkeit besteht, einfach mal Geschichtsunterricht so zu gestalten, dass man es auch irgendwie anfassen kann, dass man halt das begreifen kann. Ich glaube, nur so begreift man, was damals in Deutschland passiert ist. Vielen Dank, Andreas, danke für deine auch. Eindrücke und natürlich auch Dank an die Frimmtal-Realschule, dass wir Sie bei diesem Ausflug begleiten durften. Und jetzt gibt es weitere Nachrichten aus der Metropolregion, zusammengefasst von Lisa Wagner.